Papst Benedikt XVI. Hat an diesem Sonntag im Vatikan die Karwoche eröffnet. Bei der Palmsonntagsprozession zog er mit den Kardinälen und Bischöfen der römischen Kurie sowie zahlreichen Jugendlichen vom Obelisken über den Petersplatz zum Altar vor der Vatikanbasilika. In seiner Predigt rief Benedikt XVI. Die Jugendlichen zur Nachfolge Christi, zur Hilfsbereitschaft gegenüber dem Nächsten und zu Mut auch in schwierigen Situationen auf. Wörtlich sagte er bei strahlendem Frühlingswetter auf dem Petersplatz: Gesù cammina avanti a noi. Christus führt die Menschen zu einem Leben in Wahrheit. Er führt sie zu dem Mut, der sich nicht vom Geschwätz der vorherrschenden Meinung einschüchtern lässt. Christus leitet die Menschen zu Geduld gegenüber den Mitmenschen sowie zu Hilfsbereitschaft vor allem gegenüber Leidenden und Alleingelassenen. Er führt die Menschen zur Treue, die sich auch in schwierigen Situationen standhält. Der Glaube an Jesus Christus ist keine Legende oder Erfindung. Er gründet sich auf eine Geschichte, die tatsächlich stattfand. Egli conduce verso la disponibilità per i sofferenti, per gli abbandonati.